Entwicklungsprozess der Diözese Gurk übertitelt, weil Gott Liebe ist. Doch damit möchte ich gar nicht erst beginnen, sondern vielmehr mit einem Zitat entnommen aus einem Briefroman, der meine Jugend geprägt hat. Wie froh bin ich, dass ich weg bin. Und dieser Roman endet ebenso eigenartig, nämlich kein Geistlicher hat ihn begleitet. Doch was diesen Roman auszeichnet, ist vor allem eines, nämlich Emotion. Und vielfach kommt darin Herz, Gefühl vor. Der Entwicklungsprozess unserer Diözese hat eines zum Inhalt, nämlich die vielen, die mit Kirche nichts assoziieren können, aber auf der Suche nach Gott sind und andere Lebensfragen klären wollen, die sollen hereingenommen werden, also dort abgeholt werden, wo sie sind. Weil Gott Liebe ist, das ist ein emotional aufgeladenes Thema und viele Menschen sind im Herzen tief berührt. Die Frage ist, wo adressieren wir den Ausdruck Liebe? Und gibt es etwas jenseits dieser Welt oder ist es gar im Diesseits zu verorten? Diesen Fragen gehen wir nach und suchen, Menschen zu begegnen, auf Augenhöhe zu begegnen. Das braucht Gefühl, das braucht Herz. Das Sensorium dazu ist uns gegeben. Der Entwicklungsprozess lädt dazu ein. Wir haben eine Grundhaltung und die heißt nun einmal Liebe. Empathie, Einfühlungsvermögen, Solidarität, was miteinander verbindet, aneinander bindet und das Unterwegssein auszeichnet. Weil Gott Liebe ist, das ist das Thema, das uns die nächsten Jahre beschäftigt und Kirche wieder einladender werden lässt. Ja, Willkommenskultur wird greifbar.